Gut 49 Millionen Euro wurden seit 2008 in die Modernisierung der vier Landwirtschaftsschulen in Salzburg investiert. Aktuell wird am neuen Holzinternat in der LFS Bruck gebaut. Wir haben da gestartet vor 10 Jahren mit wirklich abgewandten Internaten. Da habe ich zum Teil noch gewundert, dass die Schülerinnen und Schüler da auch noch freiwillig hineingehen. Und dadurch sind wir überaus froh, dass wir wirklich moderne, angenehme Schülerheime bauen können und dazu noch nachhaltig aus Holz. Und das wird sich auch auf den Lernerfolg auswirken. Es ist alles so schön hergerichtet und wir haben auch super Unterricht. Also man kann so viele neue Sachen da. Ja, mir taugt es sehr gut und ich freue mich jetzt auch schon auf die 3. Klasse, weil kommen wir in ein neues Internatszimmer. Holz ist genial! Ich wollte immer schon daher, weil da ist der praktische Unterricht so super. Jeder Absolvent dieser Schule, und da haben wir jährlich etwa 300, haben einen Job ganz sicher. Sie hätten auch mehrere zur Verfügung. Die sind kurz nach Weihnachten schon alle verstellt. Alle haben einen Arbeitsplatz in der Region. Manche gehen dann in die Aufbaulehrgänge, machen dann auch Matura. Also das ist schon etwas, was Dynamik in den ländlichen Raum hineinbringt. Und da ist die Landwirtschaft ein ganz wesentlicher Träger und unsere Schulen eben auch.